Ja, moin Leute, Swoogel am Start mit einer weiteren Folge zu Overwatch. Und irgendwie hatten wir auf der ersten Runde unseren Bettchen ausgepackt. Jetzt ist zwar eine Tag später, aber jetzt packe ich einen Genji sozusagen auf der Angreiferseite aus. Denn ich möchte euch den Skin unbedingt zeigen. Ich habe mega Bock auf diesen Genji. Er macht sehr, sehr viel Spaß. Wir werden uns ihn gleich nochmal ein bisschen angucken. Ich habe ja gesagt, ich werde es ein bisschen beleuchten. Heute habe ich aber kräftige Unterstützung mit am Start mit Kendrick, Domo und Tears. Moin. Moin. Yo. Guten Tag. Du bist so eine fette Braut, Kendrick, Alter. ich hoffe mir jetzt schöne Wombo-Combo-Action. Alter, da macht er hier... Kurze Ansage, wen haben wir da? Symmetra, die gerade schon ihre Sachen aufbaut. Wir haben Soldier. Okay, was okay. Was haben wir noch? Wir haben nur Widowmaker hinten. Alles klar. Ich würde sagen, wir timen unsere Ultimates. Das gilt für Domo zum einen mit seiner Explosion, als auch mit Kendrick. Also ich denke mal... Da können wir gut rein, schön rein. Und du wirst jetzt hier auch wieder gepampert. Oh. Mit dem Schild auf dem. Oh, das ist so sexy. Kennen wir schon, weil die 50 Joystick Euro Konto machen sich mal gut. Auf jeden Fall. So. Schön blocken. Hier ist auf jeden Fall eine Zeit. LOL, der Hanzo hat mir auf jeden Fall erstmal ganz kurz... Kopf passiert. Ding, Kopf passiert. Richtig rüber weggeschossen. Okay, vom Hanzo muss ich ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt sogar zwei Genjis. Müssen wir mal schauen, aber kriegen wir schon gebacken. Linksklick, Shuriken werfen, werden nach grade, einfach gerade ausgeworfen. Rechtsklick für den Nahkampf besonders gut geeignet. Und alles klar, der kippt sowieso um. Auf der Shift habe ich einen Blink und auf der E kann ich für 1,5 Sekunden, glaube ich, also für eine ganz, ganz kurze Zeit, kann ich Projektile zurückwerfen, die mich irgendwie treffen sollten. Und gehen wir mal zum Payload. Wie sieht's denn aus? Sind alle mega krass verteilt, oder? Okay, ja. Na, ich meine die Gegner, meine ich jetzt gerade. Luffy? Gucken wir mal. Also, hoch. Oh. Sehr ist schön. Hier ist hier oben was? Ach, ein bisschen ist hier was. Okay, die ist schon mal weg. Boah, ich hab dem McCree gerade so die Faust in die Zähne gerammt. Sehr schön, läuft. Was ist denn hier oben noch? Ach, da oben ist noch was. Alles easy, sehr schön. Wir haben unseren ersten Checkpoint erreicht. Das ging ja relativ fix, muss ich sagen, Alter. Sehr schön. Ja, ich sitze da oben drauf. Wunderbar. Und da oben ist noch eine Widowmaker. Als Tank, natürlich. Oben ist ein Hanzo. Ich geh hoch, ich hole mir. Oder ist er erst down? Ist down. Der wurde eben weggezogen. Oh, aber das ist ja cool. Auch die Widowmaker ist down. In die Fresse, sag ich euch. Sehr schön. Sehr so, schön. Ich bin bei 80%, Kendrick. Alter Schwede. Ich bin bei 60. Okay. Dann leechen wir uns mal ein bisschen hoch hier bei der Zahl, würde ich sagen. Sagen ja. Nein! Oh, das war jetzt ärgerlich. Kommt der wirklich noch von hinten? Oh. Läuft nicht bei dir. So, wieder zurück zum Payload, würde ich sagen. Sehr, da oben ist ein Hanzo. Der kennt dich fast gar nicht als Genji, weil du so unter den Helm und die Rüstung ganz anders aussiehst. Ja, ist krass, du bist ein Hanzo oder so. Ja, das finde ich gut. Das fände ich übrigens noch richtig geil, wenn sie da ein paar mehr Skins reinpacken, wo man am Anfang erst gar nicht mitbekommt, was oder nicht weiß, was ist das eigentlich für ein Hero. Das richtig. Würde mir sehr gut gefallen. Oben ist ein Junkrat. Okay, da kommt ein Soldier mit Ultimate. Soll er mal machen? Doch schon der Tears mit der Transzendenz. Er schießt gar nicht, kann das sein? Also ich bin jetzt bei 91 übrigens gerade. Okay. Ich bin ready. Alter, wie er es wusste. Ah, der Hanzo trifft mich nicht, die kleine Maus. What? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ich glaube nicht, Alter. Guck mal ganz kurz die Killcam an. Wir haben übrigens 8 Minuten. Reinhard am Payload. Wahrscheinlich, als ob der da schon vorne an der Tür stand. Ich glaube nicht. Egal. Okay, also Hanzo, ich weiß, von hinter ihm weg. Ich bin ready, wenn du ready bist. Oh, so. Ja, ich bin gerade am Respawnen. Alles klar. Da. Easy. Da oben ist eine Widowmaker irgendwo. Meine Ulti ist übrigens ready. Sehr schön. Das heißt, wir gehen einfach jetzt komplett zusammen rauf, oder was? Ich bin hinter dir, Angelo. Wir gehen einfach sehr gut, richtig reinsemmeln. Okay, McCree hat Ultimate. Und Widowmaker ist oben links noch. Du weg hier. Sehr schön. Hat das rasiert, Alter. Wie wir durchpressern gerade. So muss es sein. Ja, ich habe mich auch für den Genji-Skin entschieden. Ich hatte vor, also in der Open Beta habe ich mir den anderen geholt. Aber irgendwie gefällt mir dieses Style hier auch ganz geil. Und was auch stark ist, ist, dass die ganzen Animationen halt auch auf die Skins dann nochmal ein bisschen spezifischer sind. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir zeigen das jetzt mit einer Ultimate, mit der Combo. War noch was? Ja, pass auf. Ich hau jetzt hier gleich eine Bombe rein. Russische Grüße aus Moskau kommen jetzt gleich hier angesammelt. Okay, ja, ich komm einfach mal rein hier. Ach, fuck. Ich hab ein Problemchen. Der hinter uns ist McCree. Ah! Oh, die Widow! Aber wir steppen da durch, nice. Das Tod ist einfach nur.
So muss jetzt versuch schnellstmöglich wieder mein Dings zu bekommen. Widow. Okay. Widow ist oben. Aber irgendwie pressert hier keiner. Ja, es ist entspannt gerade. So, jetzt, ich hab Ulti. Okay, da ist die Widowmaker noch irgendwo, da müssen wir ein bisschen aufpassen auf dem Zenyatta und so. Oben ist noch eine Pharah. Oh, eine wunderschöne Ulti hier von unserer Diva Domo. Wo ist denn die Widow? Die ist da tot? Nee, ich hab auch keine Ahnung. Uns fehlen noch 0,05 Meter, würde ich sagen. Ja, wir stehen drauf. What? Ja, komm, geholt. Und damit ist das GG, Alter. Sehr schön. Hui. Euch ist das geile. Ja. Geil. Ich flieg einfach auf den Rainer zu durch sein Schild und töte ihn noch. Der muss diese so Animation von Domo, ey. Ja, Ja, ne? Was, eine Symmetra? Ja, lol. Was hat die denn gemacht, ja? Turrets. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Lol, das war ein Triple. Lol, nicht schlecht. Alter Schwede. Das war die Runde. Ich würde sagen, das war eine sehr entspannte Runde, oder? Jo, doch. Ja. Ging schnell. What the fuck. Wir machen gleich noch die nächste. Aber dieses Video endet hier auf jeden Fall erstmal. Das war Genji. Ich werde bestimmt die nächsten Male noch ein paar Mal auspacken. Es ist ein mega entspannter Hero, muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, haut den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, Jungs. Stay tuned. Das war's, Wugge. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss. Würdet ihr noch was aufnehmen jetzt? Oder wollen wir noch mal aufnehmen jetzt? Ja, also, wir können noch was aufnehmen jetzt. Ich meine, wenn es gerade läuft, dann läuft's, oder? Das läuft. Ja, kann man nur so sagen. Mit dem Sinne.